Hallo Leute, heute wollen wir uns mal das Set von Lego Star Wars mit der Nummer 75267 anschauen. Das ist das Mandalorian Battle Pack. Ich habe mir auch einen kleinen Assistenten mitgebracht, der kennt sich damit aus. Also bitte nicht ablenken lassen. So, da haben wir unser Battle Pack. Ist noch einigermaßen originell. Noch original verpackt und das werden wir uns in aller Ruhe anschauen, aufbauen und vorstellen. Ja, ich weiß, es wurden schon bereits viele gemacht, aber die meisten sind dann eben halt von bezahlten Lego-Leuten gemacht worden. Wir wollen das Ganze objektiv machen, denn uns schenkt Lego nichts und wir müssen euch dann dafür auch keinen Quatsch erzählen. Let's break. So, dann wollen wir das Päckchen mal aufmachen. Das hat hier so ein Fingerdruckding, das dann hier alles zerreißt und so weiter. Und hier ist es jetzt ganz genau zu sehen. Ich mache es niemals da dran auf, denn ich will mir den Karton nicht kaputt machen, sondern ich nehme ein Messer, ja, sieht furchtbar aus, und schneide es dann hier an der Verklebung auf. Denn dann kann ich es jederzeit wieder zukleben und habe eine Packung, die noch komplett ist. Hier an der Seite muss man auch aufschneiden. Ja, viele halten nichts von den Packungen. Ich bin da schon ein bisschen anders. Ich möchte gern die Packung haben und nach Möglichkeit ohne große Beschädigungen. So. Wir haben es geschafft. Die Packung ist auf. Mal sehen, was da Feines drin ist. So, die Packung stellen wir mal hier hin. Naja, da steht die ganz toll. So. Drei Tütchen sind drin. Und eine Bauanleitung. So, ich werde jetzt die Tütchen öffnen, damit es nicht so laut ist für euch. Tue ich sie aufmachen und melde mich dann wieder. So, ich habe es ausgepackt, die Tüten, und alles schon mal ein bisschen so zurechtgelegt. Die Umhänge für die Mandalorian sind in diesem kleinen Päckchen extra verpackt. Finde ich okay. So, dann wollen wir mal die Figuren zusammensetzen. Machen wir zuerst mal hier den graublauen. So, der hat einen etwas heller braunen Umhang. So. Jetzt kommt sein Kopf da drauf. Die Köpfe sind alle schwarz, weil unter der Maske brauchen die kein Gesicht. So. Dann haben wir das Teil schon. Dann bekommt er sein Zielobjektiv bekommt er da rein. Dann auch schön hochstehen, damit er genau weiß, was los ist. So, dann haben wir hier seine Waffe. Ich will hoffen, dass ihr das alles gut sehen könnt. Und sie schießt auch, wie es sich gehört.
bekommt er natürlich auch in die Hand gedrückt. Soll ja nicht unbewaffnet in der Gegend rumlaufen. Ja. Ah, ein bisschen übergewichtig, der Junge. Er will nicht, er will nicht, er will nicht. Jetzt kriegt man. So, er steht, der Bub. Dann können wir zum nächsten. Ja, das ist eine bisschen eintönige Geschichte, aber wir machen es halt gerne. So, der Blaue hat ebenfalls einen braunen Umhang. So, und wieder der schwarze Kopf. Und der grüne Helm. Dann wird wieder die Waffe zusammengebaut. Schießen kriegt er auch da vorne dran. Und selbiges in die Kralle. Dann verpassen wir noch schnell seine Zieloptik. Sonst trifft der Bub wieder nichts. So, die Nummer 3. Nehmen wir halt den braunen. Der Kopf wieder. Der Helm. Joppelchen mal ordentlich anziehen lassen. Das ist ja apartig. Ist ja heftig. Zieloptik. Der Ballermann wieder. So, dann haben wir hier noch einen. Der kriegt auch noch einen lustigen Umhang. Aber der kriegt keine Waffe. Aber seine Zieloptik bekommt er. Oh, sieht doch schon mal ganz gut aus. So, die Figuren hätten wir jetzt gebaut. Dann wollen wir mal mit dem Fahrzeug anfangen.
Der braune soll fliegen. So, und noch eine kleine Mandalorienkunde. Die Helme mit diesem T, das sind männliche Mandalorien. Und die mit diesen geschwungenen, das sind weibliche Mandalorien. Damit kann man sie auseinanderhalten. So, also, bauen lässt sich an für sich ganz gut. Ein paar Dinge sind mir unklar, warum hier ein heller und ein dunkler ist. Also ich verstehe es nicht. Hier genau das Gleiche. Und wie bei allen anderen. Und wie bei allen anderen ist auch hier überall auf den Noppen dieser Gussabriss und hier an der Seite sogar. Also für den sogenannten Marktführer ist das schon eine scheiß Arbeit. Also Entschuldigung, das gefällt mir nicht. Überall diese hellen Punkte. Hier sind auch schon Kratzer drin, sogar Ecken raus. Ihr habt selbst gesehen, ich habe das Ding gerade aufgemacht. Das ist noch nie zusammengebaut gewesen. Naja, gut. Er sitzt da drauf, dann sieht man das nicht so. Komm, Bur, setz die. So. Und dein Mantel flattert im Wind. Ja. So, das hätten wir. So, hier muss ich auch noch einer hinter verstecken. Nehmen wir mal hier den blauen. So, der ballert dann auch hier irgendwo in der Gegend los. So, jetzt noch eine persönliche Bemerkung von mir. Ich liebe diese Serie. Hoffentlich geht es bald weiter. Auch mit Baby Yoda. So, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne in die Kommentare reinschreiben. Und denkt immer dran. Let's Brick!